Hi, ich zeige dir heute, was das Erfolgsgeheimnis von Warren Buffett ist. Nach dem Video wirst du wissen, was der wichtigste Faktor des Erfolgs von Warren Buffett ist und wie man das umsetzt. Warren Buffett, der ehemals reichste Mensch der Welt und heute immer noch zehntreichste Mensch der Welt und CEO von Berkshire Hathaway, ist wahrscheinlich der beste Investor aller Zeiten. Mit einem Vermögen von ca. 105 Milliarden Dollar hat er natürlich viel mehr Geld, als man jemals ausgeben kann. Würde er sich ab sofort jeden Tag einen Lamborghini Aventador kaufen, wäre er in 800 Jahren immer noch Milliardär. Aber wie kommt man an so viel Geld? Das zeige ich dir jetzt. Und ganz am Ende des Videos zeige ich dir auch noch, in welche Aktien Warren Buffett momentan selbst am meisten vertraut. Das Geheimrezept des Erfolgs von Warren Buffett, würde ich sagen, kann man in zwei Aspekte aufteilen. Das erste ist seine Beständigkeit und das zweite seine Rationalität. Bevor ich da jetzt aber noch tiefer reingehe, würde ich dich eben noch bitten, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Das wird mich sehr supporten. Vielen Dank. Der erste elementare Punkt des Erfolgs von Warren Buffett ist seine Beständigkeit. Guck dir mal diesen Graph an. Fällt dir da direkt was auf? Zu seinem 50. Geburtstag hatte Warren Buffett nicht mal 1% seines heutigen Vermögens. Und das Ganze ist auf einen Effekt zurückzuführen, und zwar Compound Interest oder auch den Zinseszinseffekt. Es ist eben so, dass Geld immer einfacher zu einem kommt, desto mehr Geld man hat. Geld wächst eben über die Zeit einfach immer weiter exponentiell an, wenn man damit richtig umgeht. Es ist wie mit einem Schneeball. Rollt man einen Schneeball durch den Schnee, wird er von Sekunde zu Sekunde größer, und das trifft eben auch in dem Fall auf das Geld bzw. auf das Vermögen von Warren Buffett zu. Und darum heißt auch die Biografie von Warren Buffett The Snowball. Über den Effekt des Compoundings habe ich ja schon einige Male in anderen Videos geredet, auch teilweise in anderen Bereichen, zum Beispiel auch im Thema Habits oder so. Aber für das Thema Geld und vor allen Dingen für den Erfolg von Warren Buffett ist das eben auch elementar. Also, um das zu adaptieren, denk einfach daran, dass du dich stetig, minimal weiterentwickelst, und dann wirst du über einen langen Zeithorizont eben exponentielles Wachstum erzielen und damit irgendwann eben sehr großes Wachstum haben. Ein weiterer Aspekt, warum Warren Buffett über die Zeit immer reicher geworden ist, ist eben auch noch der Aspekt, dass er sehr sparsam lebt. Er lebt beispielsweise bis heute in einem Haus, was er sich vor Jahrzehnten schon für heute umgerechnet ungefähr 250.000 Dollar gekauft hat, was bei seinem Vermögen natürlich absolut keine Summe ist. Eigentlich kann man sagen, der gesamte Erfolg von Warren Buffett beruht einfach darauf, dass er einfach quasi ewig am Ball geblieben ist. Das Vermögen von Warren Buffett ist, wie man auf dem Graph eben auch sieht, nach seinem 50. bzw. auch nach seinem 60. auch noch nach seinem 70. so krass gestiegen, wie es einfach in den vorherigen, teilweise Jahrzehnten, nicht der Fall war. Der zweite elementare Punkt für Warren Buffetts Erfolg ist eben die Rationalität. Bei seinen Entscheidungen geht Warren Buffett mit der Maxime daran, so schnell wie möglich, aber eigentlich noch wichtiger, so rational wie möglich, diese Entscheidung auch zu treffen. Er durchdenkt seine Entscheidung auf der einen Seite immer sehr gründlich und analysiert seine Investments auch immer selber, aber auf der anderen Seite versucht er eben auch schnell zu agieren und nicht zum Beispiel ein halbes Jahr erst irgendwas zu analysieren, um dann die Chance schon wieder verpasst zu haben. Eine interessante Technik dabei ist, dass er seine Entscheidung immer mit Wahrscheinlichkeiten berechnet. Das heißt, er geht sich wirklich im Kopf die Szenarien durch, die passieren könnten, wie wahrscheinlich die sind. Und wenn man sich das dann alles bewusst macht, ist es dann eben auch einfach, rationale Entscheidungen zu treffen und die Emotionalität dabei quasi außen vor zu lassen. Eine weitere sehr spannende Technik davon ist quasi die Margin of Safety, die er so ein bisschen in seine Entscheidungen eingebunden hat. Bewertet er beispielsweise eine Aktie mit 50 Dollar und die ist aktuell zu einem Kurs von 48 Dollar zum Beispiel gehandelt, würde er niemals kaufen, weil er eben in seine eigene Bewertung schon so eine Ungenauigkeit oder eine zu große Euphorie mit einpreist und zum Beispiel bei einer Einschätzung von 50 Dollar die selber nochmal runtersetzt in seinem Kopf auf zum Beispiel 40 Dollar, sodass er die Aktie nur für einen Kurs von unter 40 Dollar kaufen würde, damit er eben seine eigene Fehleinschätzung quasi wieder ausmerzt. Zu dem ganzen Punkt passt das Zitat von ihm noch sehr gut. Eine Aktie, die man nicht 10 Jahre zu halten bereit ist, darf man auch nicht 10 Minuten besitzen. Das heißt nicht, dass er Aktien nicht wieder innerhalb von einem Jahr oder so verkauft,
sondern dass er eben mit so einer hohen Gewissheit daran geht, dass er eben quasi immer davon ausgeht, dass er die Aktie easy 10 Jahre halten könnte, ohne damit dann auf einmal irgendwie miese zu machen. Er kauft also nur Aktien, mit denen er sich sehr sicher ist und die er auch langfristig sehr gut einschätzt. Bei dem Ganzen versucht er natürlich, die Emotionalität beim Investieren komplett außen vor zu lassen. Dazu folgt er auch dem Grundsatz, dass er nie Fremdkapital einsetzt, um eben seine Aktien zum Beispiel zu kaufen, weil er sich damit in dem Fall von Einbrüchen, die immer passieren können, eben so ein bisschen zum Sklaven des Geldes machen würde und das darf ihm einfach nicht passieren. Außerdem setzt er seinen Investments immer Grenzen, an denen er strikt festhält, um eben emotionale Entscheidungen zu verhindern. Er verkauft eben auch Aktien, wenn diese zum Beispiel auf einmal im Hype sind, wenn die dann den Preis erreichen, den er sich vorher als Grenze gesetzt hat, um dann zu verkaufen. Das war es von den zwei wichtigsten Punkten von Warren Buffett. Ich muss sagen, ich finde die Strategie schon sehr spannend, aber die ist auch schon wirklich sehr konservativ und eben sehr sicher aufgebaut. Damit wird man wahrscheinlich nicht Riesengewinne kurzfristig machen, aber das ist eben auch nicht den Punkt, den er erreichen will. Er will eben quasi sehr langfristig denken und langfristig Erfolg mit seinen Investments haben. Man muss einfach sagen, der Erfolg gibt ihm recht. Er gehört bis heute zu den reichsten Menschen der Welt und hat ja auch schon große Beträge gespendet und das Ganze eben auch quasi mehr oder weniger nur durchs Investieren, was ihn ja mehr oder weniger zum besten Investor aller Zeiten macht. Jetzt sage ich euch noch, wie versprochen, woran Warren Buffett aktuell am meisten glaubt, beziehungsweise wo sein Portfolio gerade am größten drin ist. Tatsächlich hat er auf 4 Unternehmen 70% seines Vermögens quasi aufgeteilt, was für mich sehr, sehr krass ist, weil das eben so ein bisschen dieser Sicherheit widerspricht, weil es einfach nicht wirklich breit diversifiziert ist. Die erste von den 4 Aktien ist die Coca-Cola-Aktie, in die er ja schon ewig investiert hat, glaube ich, und heute immer noch 7,5% seines Vermögens in der Aktie hat. Dahinter kommen dann direkt seine American Express-Anteile mit 9% seines Vermögens. Die zweitgrößte Position in seinem Portfolio ist dann mit 50% die Bank of America. Und seine mit Abstand größte Position, die ich auch zu übertrieben groß finde, ist aber mit 46% Apple. Also wenn es nach Warren Buffett geht, können wir wohl in Zukunft noch einiges von der Apple-Aktie erwarten. Falls dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da, das würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, ciao.